Dialyse ist ein hochkomplexes Verfahren zur Blutreinigung bei Menschen mit kritischen Nierenfunktionen. Ohne Technik wäre in der Dialyse keine Therapie möglich. In den Elbland-Klinik-Standorten Riesa und Großenhain kümmert sich Frank Kittler um die technische Betreuung der Maschinen. Es hat schon Züge eines Medizintechnikers. Also bloß, dass eben der Dialysetechniker speziell auf die Dialysetechnik abgestimmt ist und da seinen Wirkungsbereich hat. Wir haben ja hier im Elbland-Klinikum auch noch Medizintechniker, die sich um die andere Medizintechnik kümmern. Die Reparaturen, die anfallen, sind oftmals dadurch bedingt, dass die Materialien, die im Gerät verbaut sind, einer sehr hohen Belastung ausgesetzt sind. Also das Gerät wird nach jeder Behandlung thermisch desinfiziert mit Zitronensäure. Wir arbeiten da in Bereichen von 85 bis 90 Grad und das mehrmals am Tag. Und da stellen sich dann Ermüdungserscheinungen ein bei den entsprechenden Materialien. Da gibt es gerissene Silikonverbinder oder Druckwandler, die im Prinzip wegdriften oder sowas. Oder eine Leitfähigkeitszelle, die mal wegdriftet. Solche Sachen sind da am ehesten anzutreffen. Bereits seit 1980 ist Frank Kittler als Techniker in den Dialysen damit beschäftigt, die sensible Technik stets einsatzbereit zu halten. Die Dialyse in Riesa ist vor wenigen Wochen in den Neubau am Elbland-Klinikum umgezogen. Die Bedingungen für die Patienten und das medizinische Personal haben sich grundlegend verbessert. Die Rahmenbedingungen, die hier vorherrschen, sind gut bis sehr gut. Gerade jetzt in der neuen Einrichtung haben sich die Arbeitsbedingungen doch sehr verbessert, denn die Unterbringung in der alten Dialyse, in dem Container im Krankenhaus, war schon etwas schwierig, um es vorsichtig zu sagen. Aber hier in den neuen Räumen ist es sehr angenehm und es macht sehr viel Spaß. Die Patienten profitieren natürlich auch von den größeren, helleren Räumen. Wir haben neue Dialysestühle bekommen und an sich kann man sagen, ist alles großzügiger und mit mehr Platz ausgestattet worden. Auch nach fast 40 Jahren hat Frank Kittler jeden Tag aufs Neue Freude an seinem Beruf und das Wissen, Gutes zu tun. Ich bin aber froh, wenn der Tag gut verlaufen ist, wenn alle Dialysegeräte laufen, wenn alle Maschinen repariert werden konnten und wenn ich wieder einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte, dass den Menschen geholfen werden kann, die ja im Prinzip ohne Dialyse ein schwieriges Schicksal hätten.